Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen hier oft im Saal, sehr geehrte Damen und Herren auf den Rängen und natürlich auch im Livestream. Eins von weg, Frau Tönnissen, danke für Ihre Rede. Ich fand Ihre Jungfernrede klasse, konnte ich alles gut nachvollziehen, auch wenn ich sachlich anderer Meinung bin. Aber dafür stehen wir hier, Rede und Widerrede. Deshalb gibt es dieses Plenum ja. Ein Hinweis an Michael Hübner, gerade nicht mehr im Raum, egal, er kann es sich hinterher anschauen. Ach, da oben. Die Evaluation von Regeln zur Beflaggung. Da können wir noch mal ein Bierchen drüber trinken. Da kann ich Ihnen Sachen erzählen. Das ist durchaus wertvoll, wenn man das mal tut. Aber das ist mehr an meine Parteikollegen genannt. Ja, natürlich ein Bierchen, Dortmunder Bierchen, selbstverständlich, was sonst. Ja. Ja, das kann man ja ändern. Einen schlechten Punkt hat ja jeder, ist ja nicht schlimm. So, aber kommen wir zum Gesetz. Oben drüber steht Gesetz zum Abbau von Bürokratie. Ja, geht um Bürokratie, geht auch um Abbau, aber nicht um Bürokratieabbau. Wenn man sich das, den Gesetzestext oder den Vorschlag weiter anschaut, geht es darum, Standards zu verändern. Und zwar eine grundsätzliche Öffnung in der Erledigung von Aufgaben, die die Kommunen zurzeit zu erledigen haben. Und da soll geändert werden, nach welchen Standards das gehen kann. Und zwar grundsätzlich. Das halte ich für falsch. Wenn man jetzt sagt, die Aufgabenerledigung in den Kommunen, da hapert es an dem Standard, da ist jener Standard für okay, hier können wir was absenken, da müssen wir was verändern, dann fände ich das klasse. Wenn Sie sich wirklich die Arbeit gemacht hätten, mal so eine Liste zu erstellen, um was es wirklich genau geht und was auch wirklich erfahrungsgemäß angekommen wäre, das wäre super gewesen, hätte ich als Einstieg ins Thema klasse gefunden. Wir hatten zu ähnlichen Themen ja im Ausschuss für Kommunalpolitik, Christian Dahm wird es ja wahrscheinlich gleich nochmal sagen, durchaus schon Anhörungen, die diese Standardgeschichten betroffen haben. Und da haben die Vergleiche mit den anderen Ländern durchaus gezeigt, dass es da diese Versuche gab, diese grundsätzlichen Versuche, und dass sie halt da nichts gebracht haben. Gut, welche Standards können wir denn hier überhaupt meinen? Erstmal grundsätzlich, was sind die Standards, nach denen vergeben werden kann? Das sind Sicherheitsstandards, das sind Qualitätsstandards, das sind aber auch vielfach Lohnstandards. Und gerade bei den Lohnstandards sehe ich, wenn wir diese grundsätzliche Öffnung betreiben, dann werden Kommunen immer denjenigen nehmen müssen, der die billigste Lohnstruktur hat. Und ich sage hier absichtlich billigste Lohnstruktur. Wir öffnen bei dieser grundsätzlichen Geschichte das Tor zum Lohndumping für externe Vergaben. Und das dürfen wir auf keinen Fall tun. Und die Kommunen werden ja gar nicht drum rumkommen. Sie müssen ja den Billigsten dann nehmen. Und das wird halt nicht derjenige sein, der seine Angestellten entsprechend ausgebildet hat, weil er muss ja billig einkaufen. Ich bringe Ihnen mal ein praktisches Beispiel. Ganz einfach. Nicht aus Stemmwede. So. Generelles Beispiel. Wir stellen uns vor, Sie haben ein Schwimmbad, das kommunal betrieben wird und betreiben das als Kommune durchaus selbst und haben da durchaus Standards, die Sie einhalten müssen, was die Mitarbeiter da als Ausbildung haben müssen. Ja, sinnvoll, unter anderem Erste-Hilfe-Kurse. Jetzt geben Sie Standards grundsätzlich frei. Meint, muss der Mensch, der da arbeitet, wirklich noch einen Erste-Hilfe-Kurs haben? Nee, grundsätzlich nämlich nicht. Also kann ich den Auftrag fremd vergeben und ich habe dann hinterher einen Schwimmmeister da. Mit ein bisschen Glück kann er selber schwimmen, aber einen Erste-Hilfe-Kurs muss er nicht gemacht haben. Oder um die Logik auf die krasse Spitze zu treiben, durch eine Standardfreigabe können durchaus Menschen zu Schaden kommen. Und das ist doch nicht der Punkt, den wir wollen. Also, da bitte, wir werden das ja im Ausschuss durch Anhörung und so weiter hier und da noch weiter besprechen. Aber wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir diese globale Lohnspirale, die global sowieso nach unten geht, wie die International Labour Organization vorgestern erst wieder veröffentlicht hat. Da müssen wir uns nicht dran beteiligen. Das ist eine Globalisierung, die wir nicht wollen. Und da dürfen wir an den Standards nicht grundsätzlich rütteln. Wenn Sie einzelne Standards haben, Entschuldigung, wenn Sie einzelne Standards haben, können wir ja gerne drüber reden. Kommen wir jetzt zur Effektivität in Kommunen. Wie kann man das denn sonst besser machen, wenn man jetzt nicht grundsätzlich an Standards will? Man könnte zum Beispiel einfach mal hingehen und schauen,
Wir haben jetzt ein Konnexitätsausführungsgesetz. Der betrifft aber nur einen sehr kleinen Teil der Aufgaben, die Kommunen erledigen. Was war denn vor dem Konnexitätsausführungsgesetz? Dafür kriegen Kommunen bis jetzt einfach nach einer Verteilregel aufsummiert Geld, um diese Aufgaben zu erledigen. Wenn man das jetzt wirklich mal anschauen würde, dann müsste man das ähnlich wie beim Konnexitätsausführungsgesetz nach und nach mal durchgehen. Reicht denn für diese einzelne Aufgabe die Ausstattung an geldlichen Mitteln aus Landes- und Bundesebene? Und das müsste man haarklein und explizit durchgehen. Das wäre eine Lösung, die man da machen könnte. Wenn man jetzt an die Effektivität von Ausgründungen von Unternehmen in Kommunen geht und das besser machen will, ich versuche es mal vorsichtig, vielleicht wäre es da sinnvoll, die Führungsebene dieser Unternehmen nach Eignung zu besetzen, und zwar nur nach Eignung. Und vielleicht überlässt man, wenn man das ausgründet an die Unternehmen, die Findung der eigenen Unternehmensköpfe auch dem Unternehmen selbst. Vielleicht überlässt man das nicht der kommunalen politischen Ebene. Das hat zu so viel Verwerfung und Problemen geführt. Und auch wenn ich es mir jetzt gerne mit Rot und Schwarz gleichzeitig verscherze, das, was die SPD in Dortmund seit Jahrzehnten betreibt, immer den aussichtsreichsten Bürgermeisterkandidaten der CDU mit einem hervorragenden Posten bei einer kommunalen Ausgründung zu beglücken, das hat nicht dazu geführt, dass die kommunalen Unternehmen besser aufgestellt werden in Dortmund. Also, das wäre ein Punkt, den müsste man wirklich anpacken, weil an der Stelle stinkt der Fisch wirklich vom Kopf. Ich bezweifle aber, dass es da eine Systemänderung geben wird. Da sind hier im Plenum 92,2% der Menschen nämlich dagegen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Sommer, für die